Oh, wie im ersten Teil schon angekündigt, muss ich das in zwei Teile packen. Also, hier der zweite Teil. Dann durchsucht er die Maschine ganz kurz. Sollte eigentlich schnell gehen. Ah ne, der macht gerade Aktualisierung. Gut. Können wir im Hintergrund laufen lassen. Das nächste in unserer Programmliste ist Java. So. Ja, wir können ja mal hier kurz was reinschreiben, für alle, die es nicht wissen. So, Z. So. So, heißt das Betriebssystem, das Antivirus, was wir hier in dem Fall nutzen, das ist eigentlich auch ganz gut. Microsoft ist da gut hinterher, was Viren betrifft. Vor allem Viren, wie Gema-Virus und dergleichen, haben sie relativ gut und schnell gefixt. Natürlich die härteste Stufe, wenn man das haben möchte, ein Antivirus vernünftiges, muss man dann auch Geld ausgeben. Dann nimmt man Kaspersky in die Hand. Mal als Tipp, wer jetzt wirklich aktiv dafür Geld ausgeben will. So, wir wollten Java, also öffnen wir wieder unseren Firefox in dem Falle und wollen hier Java haben. Natürlich wollen wir die Software kostenlos runterladen, ist ja kostenlos, toi toi toi. Ich bin natürlich einverstanden und möchte den Download beginnen. Woran hängt's? Keine Rückmeldung. Ja, das sind halt die kleinen Bugs bei dem Link. Bei Firefox. Das ist nun mal leider so. Jetzt hat er es registriert. Sehr schön. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass er gerade eine Überprüfung macht. Dass er gerade vielleicht beim Browser war. Dann schauen wir mal bei Downloads nach. So. Macht er das? Jetzt kommt er. Sehr schön. So, den Zielordner lassen wir immer so. Das wäre natürlich vorteilhaft, wenn man den so lässt. Nebenbei können wir unseren Papierkorb leeren. Nein, wir haben diese Datei schon ausgeführt. Ja, wir wollen es löschen. Was war jetzt los? Gut. Dann haben wir einen falschen Klick gemacht. So, installieren. Warum funktioniert das jetzt nicht? Jetzt kommt er, genau. War er schon einmal. Ist ein bisschen ungünstig, wenn man Überprüfungen macht und brechen wir die einfach mal ab und alles ist okay. Hier oben haben wir unseren OK-Button sozusagen, um mal ein Vorbild-Semper-Video bei YouTube mal ein bisschen in die Hand zu nehmen. Ja, das ist normal, weil es ein Microsoft-Produkt ist, das uns jetzt das hier anbieten möchte. Ja, Semper Video, ganz tolle Geschichte. Die machen ihren Job auf jeden Fall richtig super. Ja, JavaScript brauchen wir für die meisten Anwendungen, die heutzutage da sind. Sollten natürlich auch so lassen, dass wir das dann installieren. Wir können nebenbei, während es installiert, schon mal Adobe suchen, ja, Adobe Flash in dem Falle. Und öffnen wieder unseren Browser. Ja, ich habe diesem Laufwerk jetzt nicht viel Leistung gegeben. War vielleicht keine schlaue Idee. Aber was halt über Strong V. Und zwar so natürlich später. So, ich habe Java erfolgreich installiert, kam gerade. Wir wollen kein zusätzliches Antivirus, sollten wir in dem Fall anklicken. Das hat ein bisschen Werbung. So, ab jetzt wird natürlich auch immer auf Viren überprüft. Von unserem Essence-Tails. Und wir hoffen, dass da, ach so, keine Rückmeldung. Ist okay. So. Der Download ist vollständig.
Also hier plus klein. Und da kommt er auch schon. Der Flash Player. Genau, während der Flash Player hier anfängt zu laden, suchen wir schon das nächste Tool. Nach dem Adobe und OSoft. Das Programm zum Defragmentieren. Gibt es leider nur als Testversion. Man kann aber natürlich auch schauen, dass man sich da eine Version holt, die vielleicht kostenfrei ist. Aktuelle Version wäre jetzt hier. Wir nehmen mal die 15 Workstation. Und wollen die natürlich auf 64-Bit-Basis haben. Man kann da seine E-Mail-Adresse angeben, muss man aber nicht. Wir haben jetzt hier dann eine 30-Tage-Testversion. Okay. Server gehen. 7 MB die Sekunde. Das ist in Ordnung. Man kann sich das Ganze natürlich auch kaufen. Also ich empfehle es, sich zu besorgen. Ansonsten einfach mal bei mir im Teamspeak joinen und mal nachfragen. Da gibt es bestimmt ein, zwei Leute bei uns, die da firmentechnisch vielleicht eine Firmenkey haben, eine Tausender Lizenz oder ähnliches. Einfach mal bei uns melden, bei mir oder einem von meinem Team. Da kriegen wir bestimmt was geregelt. So, wir wollen das natürlich auch installieren. Also machen wir jetzt fix einen Doppelklick drauf. Ja, fertigstellen. Kommt schon das neue Programm, kommt wieder mal Flash Player. Ja, haben wir schön installiert. So, ich akzeptiere die Lizenz rein. Wir wollen immer Benutzer definiert, damit wir nochmal nachschauen können, was er denn überall alles packt. Natürlich ist alles aktiviert, das ist natürlich schön. Die Nutzung von OSI als Standarddefragmentierung wollen wir natürlich in dem Falle haben. Wie gesagt, das ist die sauberste Fragmentierung, die es gibt. Und dauert länger, sollte man über Nacht laufen lassen oder wenn man auf Arbeit ist oder so, muss man nicht anwesend sein und dann am besten immer gleich alle Laufwerke durchgehen lassen. Das ist sehr schön da. Zu den einzelnen Programmen, die ich gerade installiert habe, also zu SSTS, brauche ich glaube ich nicht viel sagen hier. Das ist ein ganz normales Internet-Antivirus. Und da können wir halt immer nachschauen. Hier sind dann Verlauf, wenn Materialer gefunden wurden. Wenn jetzt irgendwelche Cracks, Keygains oder sonstigen Schnullibups für irgendwelche Spiele oder ähnliches habt, dann seht zu, dass ihr die hier nicht unbedingt wegsperrt, sondern auch zulasst. Lasst sie aber im Verlauf, das falls da doch was drin ist, habt ihr dann immer noch die Möglichkeit, das zu ändern. Genau, wir wollen das Programm jetzt nicht starten, wir haben es jetzt bloß erstmal installiert. Zum Programm selbst kommen wir dann im nächsten Video. Wir haben jetzt OSoft installiert. Jetzt brauchen wir den C-Cleaner, ganz berühmt. Sollte man auf jeden Fall auch haben. Der säubert den Rechner von unnötigem Schund. Kann man natürlich auch gleich, ganz große Plattform, chip.de. Ist immer gut, die überprüfen die Programme meistens. Zumindest haben sie es am Anfang mal getan. Ob sie es jetzt immer noch machen, weiß ich nicht so genau. Aber ich denke mal schon, dass sie das beibelassen haben. Ist nicht sehr groß. 3,7 MB. Ist aber eine ganz feine Sache, muss ich sagen. So, also Firefox hängt natürlich wie immer. Ein bisschen buggy, der neue Firefox. Wir erstmal schließen. Genau. Da haben wir es gerade versehentlich mit Doppelklick den Ordner geöffnet. Ist aber nicht so schlimm. Stoppen wir das halt von hier aus. So.
So einen kleinen Download-Ordner befinden sich jetzt natürlich alle Installationsexen zu diesem Thema. Werde es nach dem Video dann auch mal in der RAR packen und als Download freigeben. Und da kann man sich das dann runterladen. Hier bei dem Cleaner würde ich natürlich immer automatisch lassen und alles schön verknüpfen und machen und mehr. C-Cleaner ist sehr wichtig. Wir wollen natürlich kein Google Chrome oder ähnlichen Schund. Hier werde ich drauf tippen, dass man sagt, Google Chrome, wenn man es den unteren Haken weg, dann den oberen, der entfernt sich sonst selbst. Und das klappt auch ganz super. So, während der Installation können wir natürlich schon mal das tun, was wir wollen. So, wir wollen nichts sehen. Hier haben wir unsere Dateien. Zu dem ganzen Thema jetzt hier zum Beispiel können wir jetzt, weil wir das Ganze ja packen wollen, auch noch einen Teil holen. Schreiben wir Packer hin, in Klammern, Win, RAR oder 7-Zip sind die Versionen, die man sich runterladen kann. Ich selbst bin WinRAR-Anwender. Also machen wir es uns einfach. Nein, haben wir schon runtergeladen. Wir gehen wieder zurück zu unserem Google, wenn wir dann irgendwann da sind, und geben da WinRAR ein. Dann kommen wir natürlich gleich zur WinRAR-Seite und möchten den Download haben. Laden Sie sich die aktuelle Version runter. Wir haben ein 64-Bit-System. So, warum spinnt hier jetzt der Update herum? Man erzählt etwas von Updates, weil er das schon wieder automatisch angemacht hat. So, machen wir das wieder aus. So. Gut. Das klärt, hoffe ich. WinRAR natürlich immer Standard installieren. Das sind bei den Programmen, bei den Grundprogrammen ist das wichtig. Wir wollen natürlich alles, soweit wie es geht. Obwohl WinRAR natürlich auch im Kontext angezeigt werden kann. Ja. Da haben wir jetzt WinRAR. Ich würde auch vorschlagen, die ganzen Dinger sich hier oben reinzupacken. Und dann klappt das eigentlich auch. Nein. Warum öffnet er sich jetzt? Bestimmt versehentlich Doppelklick drauf gemacht. So. Dann wären wir schon mal so weit und hätten so ziemlich alles, glaube ich. Runtergabelt. So, das sind die Grundprogramme, die man in dem Betriebssystem von Windows besitzen sollte, damit man dieses auch vernünftig anwenden kann. Ich jetzt hier zum Beispiel mache es mir jetzt mal einfach. Ich packe jetzt mal eine neue WinRAR-Datei. So, wählen die Download-RAR, wählen die mal Starter. So, kommt das dann mal mit eurer Datei. Gut. Ja, oder? Das ist normal. Lass uns alles nochmal machen. Zu dem Programm selbst komme ich dann später. So, packen wir kurz. Ja, mit dem Packen hier würde ich jetzt auch sagen, wir verabschieden uns an der Stelle das Thema Programme, um mal wieder zurück in unsere Liste zu kommen. Hätten wir ja jetzt abgehakt. Und können da nichts davor machen. Schön, Programme abgehakt. Den nächsten Punkt, Ordnung, Ordner. Okay. Ich schreibe mal Programm vorstellen. Starterpack. Machen wir da mal rein, weil die Ordnung an sich wird bloß kurz erklärt. Speichern. Mit Strong S speichern, mit Strong S speichern. So, unser Starterpaket ist natürlich gepackt und ich sage an dieser Stelle Bye.